Ja, Leute, wir sitzen im Cadillac. Der Tür geht leider von draußen nicht mehr auf. Und die Interieurleuchten und natürlich auch an die Seiten, die willen auch nicht mehr. Aber ja, ich würde sagen, lass uns mal dein Auto starten. Und warte mal kurz. Der soll funktionieren. Ja. Habe ich letztens ausgetestet. Geil, oder? Der nicht. Der auch nicht. Nein, der macht nur mehr nicht und der geht zwar zu. Geht irgendwann mal auf. Also lassen Sie ein Stückchen fahren. Hört sich an, als ob die Getriebe schalten möchte. So, das ist schon gut. Und so zu sehen, wie funktioniert das Ding auch. Also sehr schön. Jetzt versuchen wir den Rückwärtsgang. Der hat zwar Schwierigkeiten, das weiß ich schon. Oha, okay, ruhig an. Mal gucken, ob da nichts kommt, wa? Kommt aber nichts. Sehr schön. Dann gehen wir mal zurück, weil ich will die Nase nicht in die andere Seite von dem Ding haben. Aber der Rückwärtsgang hat jetzt komplett sofort funktioniert. Freut mich. Das war gerade nicht so. Kleine Stückchen extra nehmen wir noch dabei, die Straße dort. Dass da so ein bisschen hin und her geht, das ist okay, das ist kein Problem. Also, ich muss sagen, Leute, da fährt wirklich entspannt. Also, ja. Ja, der geht gut. Jetzt lass uns mal gucken, ob da wieder ein Rückwärtsgang geht. Das erste Mal. Nee, tut da immer so ganz schwierig drüber. Neutral halt. Aber. Ja, da tut da schon mal schwierig drüber. Ich weiß zwar nicht warum, meistens geht er nur im Neutralen nach hinten. Aber ja, gut, Leute. Ich höre Kratzen ins Mitten. Das soll der Torque-Converter sein. Ist aber nicht wirklich. Ah, da geht er. Also, das ist schon gut. Wir checken das mal kurz nach. Ein bisschen noch. Ach, Mann, das fährt der Karre ziemlich gut.
geht. Ja? Und das reicht. So, für euch mache ich jetzt noch einmal einen Rev. So, danke fürs Anschauen, Leute. Und funktioniert der Hüppe? Denke ich nicht. Lol. Ich höre zwar Klick, aber weiter nichts. Die Karre läuft doch richtig stabil. Nice. Danke fürs Anschauen, Leute. Like, bitte.